Das war ja, ja. Jetzt schon, jetzt ist gut. Schauen Sie mal, wie es aussieht. Jetzt ist gut. Ja, super. Ist du? Ja, jetzt das Echo nochmal. Die Dame. Ist da genannt Gerald Asamoah, der bei uns mit der Biografie im Programm ist. Und jetzt eben Tennislegende Boris Becker. Es wehrt uns ebenso seinen Humor. Also, es ist wirklich eine wunderbare und gute Zusammenarbeit. Das tut immer gut, aber wenn es nach Boris Becker geht. Ich will da nicht alle Journalisten über den Kamm scheren, also im Gegenteil, ich habe viele, bin auch Teilzeitjournalist mittlerweile, ich schreibe für internationale Zeitungen, Magazine und arbeite auch für das Fernsehen. Also deswegen herzlich sage ich Kollegen, viele Kollegen will ich in Schutz nehmen, die machen professionell ihre Arbeit, da muss ich alles gut finden, was ich tue, aber es sollte ein gewisses Niveau behalten. Wie wäre eigentlich mal deine Frage? Also ich würde sagen, meine Öffnungsplädoyer hat hoffentlich einige Fragen beantwortet. Ja, es ist mein Leben, es ist mein Recht, das zu tun, was ich für richtig empfinde. Und deswegen war es mal an der Zeit, ja, selbst das Wort zu ergreifen und zu sagen, so waren aus meiner Sicht die letzten 12 Jahre. Wir hatten oft das Thema Wertschätzung. Wir werden das aber bestimmt auf der Media sehen. Was wir vorhaben, natürlich auch um einen, ja, einen neuen Becker, einen Mann von 2013 uns zu zeigen, aber natürlich auch Revue blicken, eben auf die letzten 12, 13 Jahre, wie im Buch zitiert. Ja, es ist eine spannende Zeit. Du sprichst es an. Dann gehe ich zurück in die Anonymität. Ja, das will ich glaube ich nicht behaupten, aber dann wird es wieder etwas ruhiger. Oder vielleicht mit anderen neuen Themen, die eben aktuell sind, die heute passieren, die heute wichtig sind, vor allem die zukunftsträchtig auch dann sind. Wenn ich jetzt irgendeinen Halbsatz falsch kommentiert habe und einer mitgeschnitten hat und das dem Stefan Raab gibt, akzeptiere ich. Das ist, ich finde das einen sagenhaften Entertainer, der macht einen unglaublichen Job. Er hat auch, was ich erfahren habe, die Sendung nach sein, was ich immer gesagt habe, das war die beste Einschaltquote des Jahres. Also auch da bin ich froh, dass ich ein bisschen finanziell ihm geholfen habe. Ne? Das ist noch gut so. Und auch dem anderen Komiker im Land, dem Oliver Pocher, bin ich dankbar, dass er so aktiv mein Twitter-Freund geworden ist. Wir haben da einige, ja, nicht viel Gemeinsamkeiten, aber ein, zwei Sachen haben wir gemeinsam. Ich finde das gut, dass eben Menschen, die in Funk und Fernsehen bekannt sind, eben das Buch zum Anlass nehmen oder Dinge, die ich gesagt habe oder sagen werde, um ja öffentlich Stellung zu nehmen. Das gehört alles zum Geschäft, wenn man in der öffentlichen Seite lebt, dann ist das normal. Also, aber auch da bitte alles mit einem Schuss Humor, nicht allzu ernst, nicht alles auf die Goldwaage legen. Ich mag die beiden Jungs, also wir haben jetzt vielleicht ein Twitter-Beef oder Tweet, wie das Neudeutsch heißt. Und auch mit Stefan, das ist ein absoluter Profi in seinem Fach, hat riesen Erfolg, aber so Sticheleien hin und her müssen erlaubt sein, vor allem, das ist vielleicht das Neue, was vielleicht vorher anders war oder auch an anderen deutschen Persönlichkeiten. Ich lasse mir nicht alles gefallen. Das ist mit 20 schwieriger, mit 25 schwieriger, aber jetzt als Mann mit fast 46 lasse ich mir alles Unverschämte nicht gefallen. Es gibt Wege und Mittel, dann sich ja, bemerkbar zu machen, also wie es Ihnen geht, wenn Sie jemanden haben, der auf den Fuß tritt, das gefällt einem einfach nicht. Und deswegen melde ich mich ab und zu in den sozialen Netzwerken zu Wort. Das ist die neue Freiheit, die ich genießen kann. Ich sehe sie gerne, aber ich müsste quasi 3 Pressekonferenzen jeden Tag geben, um alle Falschmeldungen zu korrigieren oder teure Anwälte in Berlin engagieren und das immer zurecht zurückgehen. Das mache ich alles nicht. Ich gehe ab und zu auf Twitter und meistens im nüchternen Zustand, um auch da mal zu sagen, was ich in dem Moment fühle. Auch ich bin ein Mensch, man glaubt es kaum. Und da war es mir auch wichtig, einige Zeilen zu schreiben, die in dem Moment passiert sind oder wie ich mir gefühlt habe. Auch da, glauben Sie mir, bis heute gibt es da also von meiner Seite kein böses Blut, also größten Respekt für Sie und was Sie dann auch danach erleben durfte. Ist Mutter von 3 Kindern, war verheiratet oder ist in der Trennungsphase. Also ich habe auch... Gut, aber Stefan Raab ist ja nicht da und insofern jetzt gerne Ihre Fragen.
Freunden eben umgeht, sagen wir die Wahrheit ins Gesicht. Von den Adjektiven genannt haben, hat mich noch keiner gefragt. Es ist sehr offen, es ist sehr ehrlich, es ist sehr direkt. Aber ich habe das Problem schon seitdem ich 17 Jahre alt bin. Ich kann es leider nicht jedem recht machen. Wenn ich eine Meinung über Dinge habe, das müssen Sie nicht teilen. Wir leben zum Glück in der Demokratie. Und auch die Pressefreiheit oder auch die Internetfreiheit ist sehr wichtig. Wenn ich, und ich bin nach wie vor noch relativ viel in Deutschland, und wenn ich in München am Flughafen bin und mich ganz normale Deutsche sehen, grüßen Sie mich immer mit einem Lächeln, sagen, was für ein toller Mann, was für ein toller Star, vielen Dank für die spannenden Zeiten von früher und von heute. Das ist in Hamburg, in Berlin, auf Frankfurter Buchmesse ähnlich. Also ich sag mal, da kommen Tausende, wenn wir es mal zusammenrechnen, dazu. Dass sich Menschen hinter Internetforen, hinter Magazinen, hinter Kameras verstecken und dann so aus dem Hinterhalt vermeintliche Meinungen verbreiten, ist Gang der Dinge, das ist so, das bin ich auch zu alt und weiß genau, wie das funktioniert. Ich glaube, es ist, weiß Gott, nicht die Mehrheit, auch die Tatsache, dass ich nicht mehr in Deutschland lebe, dass ich, sag mal, im Ausland Frieden und Freiheit gefunden habe, schmeckt vielleicht auch nicht jedem. Früher war es so ein bisschen, ich rede jetzt von mir, früher war es so ein bisschen mehr in der Nähe, da konnte man ihn mehr kontrollieren, hatte mehr Wissensstand und so weiter, da war er überschaubar, was der heute macht, wissen wir gar nicht mehr, weil wir es nicht verstehen, kritisieren das erstmal. Okay, wenn das der Hintergrund ist, dann muss ich das akzeptieren. Aber ich polarisiere seit dem 7. Juli 1985. Sie schreiben würde für die Sie Mutter... Ganz kurz einmal, ich würde Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen vor der Frage, damit okay. Wir wissen, von welchem Medium. Katrin Sänger von Spiegel TV aus Hamburg. Sie schreiben über die Mutter Ihrer Kinder. Sie fingen an... Ich müsste vielleicht meine Ex vorstellen. In dem Buch schreibe ich auch, dass mein ältester Sohn das erleben musste und das live miterlebt hat, wenn zwei scheidende Eltern sich streiten, wird es unangenehm. Wenn Kinder im Spiel sind, umso mehr. Das ist passiert, das habe ich wiedergegeben. Mittlerweile ist das jetzt 12 Jahre her, über 12 Jahre her. Ich kann lügen und alles weglassen, dann wäre es keine ehrliche Biografie. Oder ich kann Dinge beim Namen nennen, die passiert sind. Glauben Sie mir, es ist noch viel mehr passiert, was ich auch nicht nur mit einer Silbe erwähnt habe. Und ich glaube, meine Ex-Frau ist mir bis heute sehr dankbar dafür. Aber nehmen Sie damit nicht auch in Kauf, dass Sie Ihre Kinder verletzen? Haben Sie welche Kinder? Mich geht es ja nur wirklich. Ja, aber Sie fragen mich persönlich, ich darf dann auch persönlich zurückfragen, wenn Sie über meine Kinder fragen. Ich habe keine Kinder, aber ich stelle das ist dann, ich merke die Reaktionen von Frauen, die keine Kinder haben, leider. Meine Kinder sind, soweit meinen Kindern geht es hervorragend, die lieben ihren Vater, lieben ihre Mutter, die lieben ihre Brüder und ihre Schwester. Der Bäckerschen Familie geht es hervorragend. Ist eine Kindheit immer einfach, wenn man so einen berühmten Vater hat? Nein. Gibt es Kinder, die ein viel größeres Problem haben und vielleicht nicht die Voraussetzungen, die ihnen Vater und Mutter gegeben haben, weiß Gott. Sie müssen sich um meine Kinder keine Sorgen machen. Dann kann ich ja fragen, ich bin zwar keine Frau, aber habe selbst zwei Kinder. Sehr und gut. Getrennt. Ich verstehe die Frage der Kollegin durchaus. Könnten Sie es dann mir, klar. Nachdem ich irgendwie, glaube ich, da mehr nachvollziehen kann emotional, würden Sie es dann mir fragen, ob Sie die Kinder nicht dadurch verletzen? Ich glaube nicht, dass ich meine Kinder durch diese Frage verletze. Weiß Gott nicht. Man hört so ein bisschen raus, Sie fühlen sich jetzt auch hier, glaube ich, so ein bisschen auch missverstanden. Inwiefern, ich würde gerne, weil wir natürlich auch, ich komme von einem Sportmedium, aber das würde mich natürlich auch interessieren, wie schwer war das denn, von den Absprung zu schaffen, von einem Sportler, der immer im Rampenlicht war, zu der Person.